Heute probiere ich den Glühbirnpunsch von Störtebeker. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es was, was ich im Geschäft heute gesehen habe und dachte mir, das musst du mitnehmen und probieren. Von Störtebeker, der Brauerei aus Stralsund. Wir haben so einiges im Programm, kennt bestimmt fast jeder von euch oder jeder von euch. Sehr bekannte Brauerei in ganz Deutschland, den Glühbirnpunsch, wärmend und fruchtig. Das ist ja ein Bier mit 5 Volumenprozent Alkohol. Ich weiß nicht, ob man es Bier nennen darf, aber ich sage es einfach, es ist ein Bier mit 5 Volumenprozent Alkohol von Störtebeker. Selbst gebraut, Hansestadt Stralsund. Ja, das ist ein Glühbirnpunsch, eine unterjährige winterliche Brauspezialität mit einer Stammwürze von 16,5 und 5 Volumenprozent Alkoholgehalt. Helles Gerstenmalz, Holundersaft. Eine winterliche Würzung lassen die tiefrote Farbe, den fruchtigen Schaum, den fuchsigen Schaum und den Duft von Nelke und Zimt entstehen. Kalte Gärung gibt dem Bier das vollmundige, spritzige Mundgefühl. Dezente Hopfung mit der Sorte Tradition lässt den süßen Charakter der Wintergewürze voll zur Geltung kommen. Biermischgetränk steht hier drauf, ja, aus 95% Bier und 5% Holunderbeersaft. Erfrischungsgetränk. Ja, steht drauf, kalt und warm zu genießen. Hab mich angelacht. Meine Frau und ich trinken das gerne mal, ein Glühbier von meinem missratenen Bier. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Und entsprechend fand ich das interessant, mal von einem Profi. Ein Glühbier. Ah, knallrot. Und jetzt ist es warm. Ja, der Holunder kommt schon sehr, sehr stark rüber. In der Nase ist es tatsächlich ein bisschen mehr fast wie ein Glühwein. Die winterlichen Gewürze und ja, in diesem Fall Holunder sorgen dafür. Ich habe leider kein durchsichtiges Teeglas oder sowas gefunden, sonst hätte man das mal nehmen können. Also wirklich eine knallrote Farbe. Das sieht nett aus, gefällt mir. Es ist klar, der Schaum ist rosa und fein. Natürlich jetzt nach dem Hitzen und ich habe es aus der Tasse umgeschüttet. Dann noch mal so ein bisschen aufgeschäumt. Heute war der erste Tag, der so ein bisschen kalt war. Und nach einer Runde sicherlich mal schön, sowas zu probieren. Ja, es ist kein Bier, es ist ein Biermischgetränk. Okay, alles klar, steht auch drauf. Ja, kann sein, ich ein bisschen heiß gemacht habe. Gut, mal probieren. Prost. Also dieser Holunder ist, glaube ich, das, was ich da am ehesten habe, auch im Geschmack sofort. Starke Fruchtigkeit. Ich bin immer noch in dem Kirschvideo drin anscheinend. Ne? Starke Fruchtigkeit. Ja, so ein bisschen die Nelke. Zimt. Weiß ich nicht. Probier nochmal. Relativ schnell weg, finde ich. Mal so ein Glühwein trinken zum Beispiel oder auch das Glühbier, das meine Frau und ich von mir gebraut trinken. Das hat einen längeren Nachhall. Das nicht, aber ja, es ist erwärmend interessant. Vor allem, wie gesagt, ne, wenn man von draußen kommt und hat kalte Finger, kann man sich schön wärmen und sich nicht was nippen. Das ist gut, so trinkt man ja auch Glühwein. Ist mir zu wenig Bier. Es ist mir zu viel von dem Saft und zu wenig von dem Bier. Ich könnte mir vorstellen, wenn das ein bisschen mehr bierig wäre, würde es besser gefallen. Da stand drauf, heiß und kalt zu genießen. Ich habe ja noch so einiges übrig und habe noch ein anderes Glasel hier. Dann machen wir kalt.
Farbe ist die gleiche, Schaum auch. Die Nase ist ein bisschen frischer, ein bisschen, ja, eben durch die Kühle ein bisschen frischer vielleicht. Und erinnert mich so ein bisschen an Brause. Naja, Holunderbrause habe ich noch nicht gegessen, aber so ein bisschen an Brause. Ja, probiere ich auch mal das. Aus dem Karlsruhe kommt es eher wie ein Bier-Milchgetränk rüber. Da ist es von der Rezenz her schön, hat ein bisschen Pritzeln, wie so eine Brause fast schon. Der Geschmack kommt dann auch ein bisschen mehr Bier, weniger von dem Holunder. Der ist auch da, aber es ist doch ein bisschen bieriger. Ja, ich glaube, ich habe eine zweite Flasche davon, die will ich dann doch eher kühl trinken als gewärmt. Gut, war ein Versuch. Und drauf steht Glühbier, Glühbirpunsch, wärmenfruchtig. Ja, wirklich Glühbier mache ich mit euch auch mal hier im Kanal, kommt noch. Dazu werde ich dann meins benutzen. Und vielleicht noch den einen oder anderen Tipp von Flörp, den er mir mal gegeben hat, beherzigen. Danke nochmal. Also nicht, danke dafür, danke für den Tipp. Ja, wie sieht es bei euch aus? Trinkt ihr Glühbier? Trinkt ihr doch lieber weiter Glühwein oder gar nicht sowas? Ist es euch total zuwider? Oder habt ihr es noch nie probiert? Würdet es gerne mal testen? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da und dann sag ich mal Prost.